heute fange ich direkt an, ohne Outtakes am Anfang, sondern es geht um dieses... Das ist halt so hier wie jetzt... Scheiße. Die Sonne tötet mich gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe das gerade nicht, weil die Sonne in meine strahlt und ich davon nichts sehe. Zurück zum Thema. Diesmal mache ich ein Lifestyle-Video wieder mal und es geht wieder um, um eine Maske. Dieses Produkt hier, das ist die sogenannte I'm the Real Schreckpack Maske von DreamWorks und die habe ich glücklicherweise noch in Seoul gekauft letztes Jahr und seitdem nicht benutzt. Und deswegen dachte ich, ich mache mit euch zusammen einen Live-Test und probiere diese Maske aus. Ich habe halt ganz viele Produkte zu Hause, die rumliegen und ich die einfach nie benutzt habe. Und ich denke, es ist einfach Zeit, die mal zu benutzen. Ich rede auch ein bisschen leiser gerade, weil meine ganze Family hier schläft. Ne? Hinter mir schläft mein Bruder, da schläft meine Mutter und so weiter und so fort. Also dann kann ich jetzt nicht so rumschreien wie in anderen Videos. J-Los Arsch! Meine! Ja. Schweiß gebadet! Schrei nicht so! Also diese Maske habe ich für 10 Euro geholt aus dem Laden Watsons, aber die könnt ihr halt über Amazon bestellen, das habe ich gerade erfahren. Die kostet über Amazon ca. 14 Dollar. Kommen wir zum ersten Punkt. Und zwar, wozu ist die Maske da? Und ich bin weggerollt. Also die Maske ist dafür da, die Poren zu reinigen und um Blackheads zu entfernen und um abgestorbenen Hautzellen zu entfernen, damit die Haut wieder glatt wird. Also so sieht die Maske aus, hat so eine Mintfarbe. Ja, kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Die Zutaten. Also in dieser Maske sind es Neem drin, was auch immer Neem sein soll, keine Ahnung. Da ist Grüntee drin, Minze drin und was ich richtig feier, die letzte Zutat, da ist rote Bohnenpaste drin. Kommen wir zum dritten Punkt. Wie benutze ich diese Maske? Auf dieser Maske steht alles auf Koreanisch drauf, also hier. Deswegen verstehe ich halt nicht alles, aber ich habe mich halt schlau gemacht auf Google. Als allererstes muss man dann halt die Stellen, die besonders trocken sind, dann extra gut massieren. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fangen jetzt an. Ich gehe jetzt schnell ins Badezimmer und bereite mein Face vor. Deswegen wartet hier eine Sekunde und ich bin wieder zurück. 2000 Jahre später. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mein Gesicht gewaschen und nun wende ich die Maske auf mein gesamtes Gesicht an. Dabei massiere ich die Haut und warte anschließend 5 Minuten, damit die Maske ihre komplette Wirkung zeigen kann. Die Samen vom Neembaum sowie der Grüntee spenden der Haut Feuchtigkeit, die Minze erfrischt die Haut und die rote Bohnenpaste soll abgestorbene Hautzellen entfernen. Von dieser koreanischen Maske verspreche ich mir ziemlich viel, vor allem weil die Maske aus einem Land kommt, wo Schönheit ganz groß geschrieben wird. Und ich habe gehört, selbst große Stars wie Lady Gaga und GD sollen auf diese Disney-Wunderwaffe schwören. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber hier sind so Körner. Vielleicht ist das dieses Neem, keine Ahnung. Und wenn man halt das massiert, dann merkt man halt, wie die Haut stimuliert wird. Also wenn ihr massiert, dann bringt das wirklich was, weil halt die Durchblutung der Haut gefördert wird. Ich muss halt jetzt warten. Und deswegen... Ja. Was macht ihr so? Was geht bei euch im Leben so? Was habt ihr für Probleme? Viel Spaß. Wir sind jetzt im Badezimmer und ich wasche das jetzt einfach mal kurz ab. Die Maske saugt sich richtig an die Haut an, deswegen wasche ich mal kurz mein Gesicht ab und dann gucken wir mal weiter, wie das dann wird. Und ob ich irgendwelche Hautrötungen habe oder sowas, aber ich hoffe nicht. Also ich habe jetzt gerade mein Gesicht abgewaschen und ich benutze jetzt einfach ganz normale Tücher, um mein Gesicht abzutrocknen. Kein Handtuch. Gesicht immer mit irgendwelchen Tüchern abwaschen und nicht mit Handtüchern, weil... da 1000 Bakterien dran sind. Und ich bin so pingelig, aber das ist einfach so. Ach, scheiße. Mir fällt gerade ein, diese Maske heißt ja Schreckmaske, ne? Und ich weiß gar nicht, ob ich gerade so ausgesehen habe wie so ein Schreck. So, kommen wir zum Ergebnis. Auf jeden Fall ist meine Haut weich geworden. Das liegt anscheinend an dieser roten Bohnenpaste. Und die feiere ich sowieso einfach wegen dem Namen. Weil ich habe das noch nie halt auf dem Markt gesehen, dass man eine rote Bohnenpaste benutzen kann. Und ja, ansonsten... kann ich hier so nichts sagen, also nach einem Mal benutzen sieht man nicht direkt einen Unterschied, nur die Haut ist ein bisschen weicher geworden, der Duft ist mega geil, also ich liebe sowieso Minzdüfte und deswegen, Schatz. Also der Duft ist mega geil, die Haut ist weicher geworden und meine Haut ist gereinigt, also
So, im Prinzip hat das seine Funktion erfüllt. So, Leute, das war schon mit meinem Video. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu hinterlassen, falls euch das Video gefallen hat. Und falls du ein neuer Zuschauer von mir bist, dann abonniere diesen Kanal, damit du mich unterstützt und kein Video von mir verpasst. Ansonsten sage ich nur, bis nächste Woche, euer Kenneth. Ciao.